Jazz ist eine Musik, die eine weltweite Bedeutung erlangt hat in den letzten 50 Jahren, seitdem sie entstanden ist. Sie hat einen Siegeszug um die ganze Welt antreten. Fanatische Begeisterungsstürme hat sie ausgelöst, sogar in den Konzertsälen in Europa hat sie Eingang gefunden. Und wir haben heute so Gelegenheit, ein Jazzorchester anzuhören, und zwar ein Jazzorchester in der idealen Umgebung. Eine ideale Umgebung ist für ein Orchester, wenn sie für sich selber spielen, zu ihrer eigenen Freude, wenn sie keine Konzessionen mehr machen, wenn sie können spielen, wie es ihnen passt. Und das haben wir hier so in einer Bar nach Wirtschaftsschluss, wenn die Leute alle schon heim sind, es ist ein bisschen trübe Stimmung vielleicht in der Bar, aber die Musiker fühlen die Musik noch in sich und wenn sie spielen sie natürlich auch für sie daheim an ihren Apparat, an ihren Empfänger. Und wir haben Gelegenheit, ein sehr gutes Orchester zu hören, ein Orchester, das in der Schweiz und in Europa sogar sehr bekannt ist, ein Schweizer Orchester, The Tremble Kids. Am Schlagzeug ist der Hans-Peter Giger. Und am Bass ist der Rolf Zismek. Und am Klavier ist der Ola Ringström. Und an der Posaune der Walter Leibundgut. Und an der Trompete der Oskar Klein. Und an der Klarinette der Werner Keller. Bravo, großartiges Fakt für euch heute oben. Salut miteinander. Salut. Du, Werner Keller, du bist der Chef von diesem Orchester. Ja. Eine würdige Figur mit den Tremble Kids. Sali. Sali. Du spielst also Klarinette. Würdig, ja. Und wir wollen uns einmal über das Orchester der Tremble Kids miteinander unterhalten. Und zu diesem Zweck, du darfst auch einen Schluck Flüssigkeit zu dir nehmen, nicht nur ich, so sind wir nicht. Gehen wir dort rüber und nehmen einmal Platz miteinander. Bitte schön. So, Werner Keller, komm, nimm einen Schluck. Prost. Hast du verdient? Ja. Nach einer prächtigen Introduktion. Tylos, wann habt ihr eigentlich das Orchester gegründet, der Tremble Kids? Ja, das sind etwa 6-7 Jahre her. Mhm. Das mag ich mich nicht mehr so gut erinnern. Und was habt ihr für ein Ziel, für ein musikalisches Ziel? Ja, wir wollen guten, modernen Dixieland machen. Wo man so gehört von Amerika, von Eddie Condon oder Mr. Armstrong macht. Das sind also nicht besondere Stilfanatiker, sondern wenn spielen, wie es euch gefällt. Ja. Ja, das tut mir eine sehr gute Voraussetzung für ein Orchester. Das ist ja auch ein ehrlicher künstlerischer Ausdruck. Und was hören wir denn für ein nächstes Stück? Eine alte, bekannte Nummer, New Orleans Nummer, Nobody Knows You. Nobody Knows You, When You're Down and Out, heisst sie. Das ist eine Bessie Smith Nummer, eine alte. Niemand kennt die, wenn du in Sorgen bist, wenn du im Dreck bist, richtig. Also etwas melancholisch. Und wer ist denn der Solist? Ja, ich. Ja, keine falsche Bescheidenheit. Bitte schön. Nobody knows you when you're down and out.
Etwas zu trinken, bitte. Ja, ja. Prost. Prost. Oskar Klein, auch wir miteinander sind älter geworden. Wir kennen uns seit mindestens 10, ja, sind 11 Jahre. Ja. Du hast ja früher einmal in Basel gewohnt. Ja. Und dort habe ich dich als gesehen, als Amateurmusiker mit einem Banjo rumlaufen. Ja, das ist nicht richtig. Und ich darf das vielleicht schon sagen, noch nicht jetzt beleidigt. Ja, ja, ich spiele sowieso drüber. Du hast das Banjo mehr oder weniger gut gespielt. Schlecht und recht. Ja. Und jetzt hast du dich zu einem Vollblut-Trompeter entwickelt und bist jetzt bei den Tremble Kids. Vorher bist du beim Patty George gesehen. Ja, ja. Und bedeutet dir die Musik immer noch gleich viel wie früher, wo du fanatischer Musikliebhaber gewesen bist? Ja, ich würde sagen, sie bedeutet mir fast mehr, weil erstens einmal kann ich es mehr spielen und dann kriege ich ja Geld dafür. Nicht? Du kriegst Geld für die Musik? Ich lebe ja davon. Nicht? Aber du spielst sie ja wahrscheinlich auch nicht nur wegen Geld, oder? Nein, nein. Also ich würde sagen, wenn ich müsste andere Musik spielen als Jazzmusik, würde ich einfach aufhören. Würdest du aufhören? Machen. Du hast die Musik gern und willst mit dieser Musik bleiben? Ja. Bis an dein Seligende. Ja, solange es halt geht. Natürlich. Und hast du irgendein Vorbild in der Jazzwelt? Oder sagen wir, ein Idealmusiker? Ja, Vorbild eigentlich nicht. Mir gefallen so viele. Sie spielen alle so gut. Also Wild Bill und... Wild Bill Davison zum Beispiel? Ja, oder... Ein weißer Trompeter, ja. Ja, der kommt doch jetzt. Ne? Ja, der, der mal in die Schweiz kommt, glaube ich. Und Hackett oder Eldridge. Bobby Hackett, Roy Eldridge. Ja, das sind schon rechte Musiker. Ja, ich meine, für einen Europäer zum Vorbild zu nehmen. Und du spielst uns ja jetzt auch etwas, wo du... Featured bist, wenn man das auf Englisch ja, so schön sagt. Ja, praktisch. Es ist eine Chicago-Nummer, nicht mehr so. Also Chicago, there'll be some changes made. There'll be some changes made. Ja, ja. Oh, da freuen wir uns drauf. Dankeschön vielmals. Also. Bitteschön. Changes made.
Ola Ringström, zum Wohl. Ringström, das ist ein Name, der könnte direkt schwedisch sein. Stimmt das? Genau, ja. Aus Schweden? Woher? Ja, aus Stockholm. Aus Stockholm selbst, aus der Hauptstadt? Ja. Und wie lange bist du schon in der Schweiz? Nur 2 Monate. 2 Monate? Ja. Seit 2 Monaten spielst du bei den Tremble Kids? Ja, auch mehr. Länger, früher in Deutschland auch. Aber früher hast du schon einmal mit ihm zusammengespielt. Ja. Und welchen Stil auf dem Klavier hast du eigentlich am liebsten? Swing, sehr viel Swing. Swing? Und auch das Condon-Stil. Also Condon, James Schroeder. Ja. Jane Schroeder. Ja. Joe Sullivan? Ja. Sehr der weiße Pianist, ja. Und Eddie Condon-Stil, ja. Sehr. Also moderner Dixieland. Das kann man sagen. Ja. Und was für ein Stück wirst du uns nun als Solist darbieten? Ein ganz altes Stück. Das heißt Some of These Days. Some of These Days, you're gonna miss me, honey. Heißt das, das ist einmal, honey, wirst du mich vermissen. Und warum gerade dieses Stück? Hast du eine besondere Vorliebe dafür? Ja, ich mag mit den linken Händen viel arbeiten. Ne? Ja? Aber du hast gerne die Begleitung, eine starke linke Hand. Ja, und das ist ja wahr, eigentlich beim modernen Stil ist die Begleitung mit der linken Hand fast schon rudimentär geworden. Und du hast gerne eine starke linke. Natürlich. Das, ja, bitteschön. Das finde ich sehr wichtig. Ne? Dann also, Solist aus Schweden, Ola Ringström, Some of These Days. Tremble Kids. Ein gutes Instrument hast, ein schönes. Spielschau kolossal, hast du gesehen, in der Kollektiv und als Solist. Du hast vorher sicher einen anderen Beruf gehabt. Ja. Was? Ich bin Maurer gewesen. Maurer? Ja. Und das hat dir nicht mehr gefallen? Ja, also nicht mehr gefallen kann man nicht sagen, nicht, aber Musik hat mir besser gefallen. Also, du hast Bedürfnis gehabt, jetzt zu musizieren. Ja, natürlich. Und wo hast denn du die Instrumente gelernt? Ich habe angefangen in der Harmoniemusik zu lernen. Ah, richtige Blechmusik? Ja. Wo? Harmonie Oerlikon-Seebach. Oerlikon-Seebach? Ja. Ja. Sehr berühmt. Eine gute Harmonie, ja. Die werden sicher stolz haben auf ihre Prominenten. Ja, also das weiss ich also nicht. Für Jazzmusik sind es sonst nicht so wichtig. Ja, das ist natürlich ganz eine andere Musik. Und wie bist du eigentlich zum Jazz gekommen? Ich weiß nicht, ich habe einfach von jeher Freude. Ich kann dir also nicht sagen, wie ich... Einfach so reingerutscht, nicht? Einfach so reingerutscht. Reingerutscht und quasi hängen geblieben? Ja. Und das willst du jetzt weitermachen? Und du hast ja auch gerne den traditionellen Stil offenbar, ja, wie ja. Das ihr ja pflegt. Und was spielst du denn für ein Solo? Ich spiele If I Could Be With You. If I Could Be With You. Ja, das ist ein Stück, das der Jack Teagarden, der Posaunist, der früher beim Armstrong ja war, immer spielt. Hast du da besonders gerne, der Teagarden? Ja, also, ist wie ein grosser... Indirekter Lehrmeister? Ja.
Also eine grosse Affinität hast du zum Jack Tigan und ihr spielt aber im Quartett jetzt. Jawohl, mit Gitarre. Ich sehe dir, Oskar Klein hat gewechselt zur Gitarre und Schlagzeug und Bass und Posaune. Jawohl. Bitte schön, wir freuen uns auf If I Could Be With You. Das ist der Hans-Peter Giger. Zum Wohl. Du hast es lebhaft verdient, dass du etwas zu trinken bekommst. Du hast also verschiedene Trommeln, ein Tamtam, Ginelle. Und da ist etwas Seilglatz. Was ist das? Das sind zwei Schlüssel und ein paar Nägel. Wieso? Das klingt ein bisschen länger. Also zeig mal schnell, wie klingt das? Das klingt ein bisschen nach, ja. Und das hast du selber gefunden? Ja. Das ist mein Patent. Hast du Patent? Also Patent Giger? So ja, nein. Also Patent Giger angemeldet. Ja, ja. Wie alt bist du? 19. 19? Du bist also der Benjamin von dieser Gesellschaft? Ja. Ja, schauen die anderen gut zu? Ja. Sie hegen mich ganz. Du hast die hegen und pflegen. Pflege, ja. Und wie bist denn du zum Trommeln gekommen? Du kommst ja offenbar aus dem Bernbier, ja, direkt noch. Ja, aus der Stadt Bern. Aus der Stadt Bern? Ja. Und wie bist du eben zum Trommeln gekommen? In der 9. Klasse habe ich eigentlich zuerst Trompete gespielt, dann haben wir einen Schlagzeuger nötig. Ah, dann hast du einfach auf ein Schlagzeug spielen. Das ist selber. Und du spielst ja jetzt uns auch ein Solo? Ja. Was? Bugle Call Rack. Müssen wir aber das Glas wieder geben, sonst hüpft es auf einmal, wenn du das Tamtam schnallst. Ja, schade. Bugle Call Rack? Also viel Vergnügen, vor allem wünsche ich mir das, wenn ich dich höre, ja. Bugle Call Rack spielen. Merci. Ciao. Sorry.
Holz, Cheese Mac, Bassist von der Fender Kids zum Wohl. Auch du hast verdient. Als sehr wichtiges Mitglied von der Rhythm Section, verantwortlich für einen sehr schönen Swing. Möchtest du mich mit dieser Dame hier bekannt machen? Ja, also den Namen hat sie kennen. Wir nennen sie einfach Großmutter. Großmutter? Ja. Ja, natürlich. Sie hat so ein richtig grosses Format. Fein, so eine Bassgeige. Seit wann spielst du Bass? Seit 5 Jahren. Ah, schon so lange. Und wo kommst du her? Von Zürich? Ja. Dialekt noch. Hast du immer bei den Tremble Kids gespielt? Ja, schon vor allem. Also seit ich Musik mache. Seit du Musik machst. Spielst du ausgezeichnet übrigens, finde ich. Und was hast denn du für eine Stilrichtung vom Jazz besonders gern? Ja, ich kann auch so wie das ganze Orchester nicht. Chicago-Stil. Chicago-Style, moderne Dixieland. Ja. Und ich finde es glatt, dass du uns auch etwas bietest, quasi als Solist. Was denn? Das ist so eine Gemeinschaftsnummer, wo ich ein kleines Solo drin habe von Basie. Also Also ein Stück, das Basie gewidmet ist, mit dem Basie-Rhythmus, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Klavier. Wie heisst es? Blues for the Count. Blues for the Count, also ja. Blues for the Count Basie, so eine schöne. Zwingige Nummer, denke ich, darf man erwarten, wenn es schon für den Count Basie ist. Fein, danke schön vielmals und wir freuen uns auf Blues for the Count.
einfach eine glatte Musik, die Jazzmusik. Wenn sie spontan entsteht im Musiker, wenn sie improvisiert wird, wenn sie einfach aus dem Musiker rausgewillt, rauskommt. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genau die gleich große Freude gehabt haben, wie ich an dieser Jazzmusik hier von den Tremble Kids. An dieser Jazzmusik, die improvisiert war, kurz von innen raus zu Ihnen und zu mir gedrungen ist. Wiedersehen.